beiden SPÖ-Bundesräte aus dem Burgenland, Inge Bosch-Kruska und Peter Heger, zogen heute Bilanz über das abgelaufene Parlamentsjahr 2016-2017. Bei allen Themen stehe für die burgenländischen SPÖ-Bundesräte die Vertretung des Burgenlandes im Mittelpunkt. In diesem Parlamentsjahr haben wir gemeinsam 14 Sitzungen und 2 Auketten absolviert, 115 Gesetzesbeschlüsse gefasst, 29 Staatsverträge und 32 Ressortberichte behandelt. So die beiden Bundesräte. Gut, ich darf euch recht herzlich begrüßen zu unserer Pressekonferenz und gleichzeitig bedanken, dass Kummersatz, der Peter und ich sind jetzt zusammengesessen und gesagt, so ein Jahr Bundesrat, was hat sich alles da, was haben wir alles gemacht? Wir haben jetzt vom 1.6. zu heute versucht zum Zusammenschreiben, um zu sagen, was passiert alles, weil ja der Bundesrat doch eines dieser Gremien ist, wenn ich Besuch kriege oder wenn wer aufkommt zu uns, uns besucht im Parlament, sage ich mir, wir haben das unheimliche Glück, dass wir Politiker sind und Politikerinnen, die im Vertrauensindex ja eigentlich ganz unten stehen und noch dazu sind wir im Bundesrat, wo es ja dann immer heißt, der ist eigentlich unnötig und den kann man anschaffen. Ich denke mir aber, dass wir das lebende Beispiel dafür sind, dass man das nicht braucht, sondern dass man, wenn man Arbeit auch wirklich bewertet und sich da anschaut, was sie alles tut, dass sie da sehr viel tut. Wir haben jetzt in dieser Zeit 14 Sitzungen gehabt vom Bundesrat. Wir haben insgesamt 151 Gesetzesbeschlüsse gehabt. Wir haben insgesamt 29 Staatsverträge ausdiskutiert und verhandelt und beschlossen. Wir haben 32 Ressortberichte von den einzelnen Ministerien diskutiert und auch zur Kenntnis genommen. Und das, was natürlich auch bei uns, so wie im Nationalrat auch der größte Bericht ist, ist der Bericht der Volksanwaltschaft, der natürlich sehr intensive und gute Diskussionen immer bringt, den haben wir auch gehabt. Insgesamt haben wir 102 schriftliche Anfragen gehabt. Schriftliche Anfragen ist, also, was wirklich nur vom Bundesrat auch ausgeht. Wir haben 9 Entschließungsanträge gehabt, die selbstständig sind, und 9 unselbstständige Entschließungsanträge. Wir haben 9 aktuelle Stunden gehabt in dieser Zeit und 2 Fragestunden. Wir haben 2 Enquetten gehabt. Die eine hat sich beschäftigt mit dem Thema Zivilcourage, das ja gerade in der heutigen Zeit ein Thema ist, das mehr als wichtig ist. Und die zweite Enquete war das Thema Pflege, wo wir ja auch einen sehr guten und wichtigen Gesetzesbeschluss gehabt haben mit der Abschaffung des Pflegeregresses. Und wir haben bei uns 2 Landeshauptmänner gehabt, die zum Bundesrat gesprochen haben, wo es auch von der Bedeutung des Bundesrates her spricht, weil ich mir denke, dass gerade die Landeshauptleutekonferenz, die ein wichtiges Zusammenkommen, muss man sagen, ist in Österreich, aber eigentlich in keiner Verpostung drinnen steht, aber die Landeshauptleute den Weg im Bundesrat trotzdem immer wieder finden. Wir haben natürlich in der Periode auch die Verabschiedung vom Bundespräsidenten Heinz Fischer gehabt, das vom Bundesrat und Nationalrat gemeinsam vorgenommen wird, und natürlich auch die Angelobung am 26. Jänner vom neuen Bundespräsidenten von der Bellen. Ich möchte jetzt ein bisschen, wir haben sich das so aufgeteilt, dass wir jetzt ein bisschen eingehen auf diese Zusammensetzung insgesamt des Bundesrates und dann auf die Arbeit, die ich gemacht habe, und der Peter auf seine Arbeit. Wir sind auch sehr gut aufgeteilt in Wien, und man muss mal sagen, auch von den Themen her, also, dass das Burgenland eigentlich sehr viel andeckt. Im Bundesrat insgesamt haben wir 20 Mandatarinnen und Mandatare von der SPÖ, 22 von der ÖVP, 12 Freiheitliche, 4 Grüne und 3 Personen ohne Fraktion, wobei einer davon Tim Stronach ist und sonst 2, die von der FPÖ ausgetreten sind und daher jetzt ohne Fraktion sind. Die Zusammensetzung des Bundesrates ist ja immer, wir haben keine Gesetzgebungsperiode, sondern wir haben laufende Sitzungen. Wir sind jetzt, glaube ich, bei der 867. oder 69. 871, kommen wir schon, bitte. Bei der 871. Sitzung. Und der Bundesrat wird ja von den Landtagen beschickt, und da geht es auch darum, von der Einwohnerzahl her. Das heißt, das Mindeste, was geschickt wird von einem Land, sind 3 Personen und das Höchste sind 12 Personen. Burgenland hat 3 Personen im Bundesrat, das ist der Peter, die Marianne Hackl von der ÖVP und ich. Und das meiste, was beschickt wird, die 12 Personen, hat nur ein Bundesland, und das ist Niederösterreich. Dann ist Wien mit 11 Bundesrätinnen und Bundesräte. Und es geht dann auch erstmal nach der Einwohnerzahl und dann natürlich nach den Wahlergebnissen der einzelnen Landtage. Ich habe im Bundesrat oben den Vorsitz vom Ausschuss Kinderrechte, zu denen ich nachher dann ein bisschen was sagen möchte.
bin im Ausschuss für Familie stellvertretende Vorsitzende. Das heißt, das sind auch die Themen, die ich hier unten im Burgenland besetzt gehabt habe. Das sind meine Themen, wo ich eigentlich schon seitdem, dass ich politisch tätig bin, bei diesen Themen arbeite. Ich bin auch noch im Ausschuss Arbeit und Soziales, Verkehr, Gesundheit und Gleichbehandlung. Und dann gibt es die Ersatzmitgliedschaften, die sind aber, glaube ich, nicht so wichtig. Wir haben bei uns im Bundesrat angefangen, 2014 zu diskutieren, dass ein Kinderrechteausschuss eigentlich gut und wichtig wäre für den Bundesrat. Wir sind jetzt das dritte Land in Europa, das einen Kinderrechteausschuss hat. Auf das bin ich wirklich sehr, sehr stolz. Die UNHCR fordert es auch, dass in den einzelnen Parlamenten Kinderrechteausschüsse tätig werden sollten. Und wir haben da wiederum als Bundesrat eine Vorreiterrolle eingenommen. Der Bundesrat in Österreich hat auch, was EU betrifft, eine Vorreiterrolle, also Europa betrifft, eine Vorreiterrolle und beim Kinderrechteausschuss jetzt auch. Also Deutschland, Italien und Österreich haben wir den Kinderrechteausschuss. Wir haben uns von der Arbeit her dann auch überlegt, wie es am besten ist, dass wir diesen Kinderrechteausschuss aufbauen, weil es ist halt so, dass der Kinderrechteausschuss nicht direkt an Gesetze auch oder Anträge zugewiesen bekommt, sondern das dann meistens so eine Querschnittsmaterie ist und du hast dann entweder die Familie oder die Gesundheit oder Arbeit und Soziales, wo es eine vor. Und dann haben wir gesagt, eigentlich soll es auch unsere Aufgabe sein, dass wir rausgehen aus dem Hohen Haus, gerade wenn es um Kinder geht und um Jugendliche geht, dass wir die Lebenssituation von Kindern und Jugendlichen auch besser kennenlernen. Und dass wir auch mit den Verantwortlichen vor Ort diskutieren können. Wir fahren jetzt alle halben Jahr, das ist immer im Gleichklang mit der Präsidentschaft, fahren wir in die einzelnen Bundesländer raus, haben uns einen Fragekatalog zusammengestellt, sind dort noch, haben ein Treffen mit allen Fraktionen, die Bereichssprecher für Kinder und Jugendliche aller Fraktionen, wo wir sie mit denen zusammensetzen und die Probleme hören. Und haben ein Treffen mit der Kinder- und Jugendanwaltschaft von diesem Bundesland und natürlich ein Treffen auch mit Kindern und Jugendlichen, die Mitbestimmungsmodell dort auch leben, wie es denen geht und was die für Wünsche haben. Diese Ergebnisse werden dann alle zusammengeschrieben, jeder schreibt für sich, also sind wir alle Fraktionen, das möchte ich nur dazu sagen, es gibt 14 Mitglieder im Kinderrechteausschuss, 5 von der SPÖ, 5 von der ÖVP, 3 Freiheitliche und einen Grünen. Und wir schreiben dann auch unsere ganzen Ergebnisse zusammen und jeder, was für ihn wichtig ist, haben dann die nächste Ausschusssitzung wiederum in Wien und dort wird dann diskutiert, wie gehen wir jetzt mit denen um und was machen wir mit denen. Das heißt, wir sind jetzt dabei, einen gemeinsamen Antrag einzubringen, was mich natürlich sehr gefreut, weil diese Zusammenarbeit über alle Fraktionen, gerade dann, wenn es um die Kinder geht, natürlich eine sehr gute und eine sehr wichtige ist. Und diese Ergebnisse fließen dann in unsere Arbeit ein und bis zum Schluss, bis wir alle Bundesländer durchkommen, soll es dann so ein Best-Practice-Beispiele geben für andere Länder, was kann man eigentlich machen und was können wir noch verbessern in unserem Land und was kann man besser machen. Ich profitiere da schon sehr, dass ich aus dem Burgenland komme, weil wir da im Burgenland ja auch, wie ich im Landtag war in dieser Zeit, den Kinder- und Jugendlandtag eingerichtet haben und da ja sehr lange und sehr intensiv diskutiert haben, wie ist die Mitbestimmungsmöglichkeit für die Kinder und Jugendlichen am besten. Und da haben wir natürlich auch sehr profitiert davon, dass wir im Burgenland schon gute Wege gegangen sind, die haben wir in Wien auch einbringen können. Das Letzte, was wir diskutiert haben, wie ich vorher gesagt habe, bin auch im Ausschuss Arbeit und Soziales, war der Sozialbericht, der österreichweit ja einen sehr großen Anklang gefunden hat, einen medialen. Ich habe beim Sozialbericht mir natürlich den Schwerpunkt ausgesucht, um Frauen, also oder besonders darauf geschaut, dass Bezirksfrauenvorsitzende, wir haben in Österreich 200.000 Frauen, die unter 1.500 Euro verdienen, das heißt unter diesem Mindestlohn, bei Vollzeitarbeit. Also nicht, dass man jetzt sagt, okay, dann die Frauen gehen ja alle Teilzeitarbeit, sondern wirklich bei Vollzeitarbeit. Und daher ist die Forderung nach dem Mindestlohn, glaube ich, eine mehr als gerechte, weil man mit dem Lohn auch auskommen sollte, den man kriegt. Und der Mindestlohn ist ja mittlerweile in Deutschland, in Großbritannien, in Ungarn und in der USA umgesetzt. Und ich denke mir, das sind jetzt keine Länder, wo man sagt, da herrscht jetzt nur der Karl Marx und da gibt es jetzt an und für sich sonst keine Zugehensweise. Ich denke mir, das ist wirklich eine notwendige und wichtige Forderung, dass der Mindestlohn endlich umgesetzt wird, weil für uns als Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten gilt ja immer, dass wir die Armut bekämpfen müssen und nicht die Menschen bekämpfen, die arm sind, weil das war der falsche Zugang zu diesem Thema. Ich werde jetzt einmal einen Punkt machen, ist das okay? Okay, gut, dann darf auch ich Sie recht herzlich begrüßen und einen guten Morgen wünschen und
Ich fange vielleicht ein bisschen anders an. Ich bin jetzt 2 Jahre im Bundesrat, seit 2015, seit der letzten Landtagswahl, und ich übe diese Funktion mit einer wirklich großen Freude aus. Bin in den Ausschüssen für Finanzen, also im ständigen Finanzausschuss, im Ausschuss für Landesverteidigung, Land, Forst und Wasserwirtschaft, Sportangelegenheiten und die Umwelt. Wie Sie merken, wir ergänzen uns da eigentlich in der Ausschussarbeit auch sehr. Wir können uns da sehr gut austauschen. Was ich aber jetzt möchte, ist ein bisschen auf die Tätigkeit im Parlament, im Landtagsclub und natürlich in meiner Heimatgemeinde in Horizon, wo ich Bürgermeister bin, eingehen. Weil zwei Dinge habe ich wirklich mitgenommen aus diesen 2 Jahren. Das eine ist, dass Gemeinde, Land und Bund für mich gleichberechtigte Partner sind. Alles, was wir im Bund beschließen, hat Auswirkungen aufs Land, natürlich auch auf die Gemeinden. Und das Zweite, das ich mitgenommen habe, ist, dass wir Burgenländer bisher alle Herausforderungen und die große Verantwortung angenommen haben und durch geschicktes Sparen und überlegtes Investieren bewiesen haben, dass das Gemeinsame, das Arbeiten für unser Burgenland und unser Österreich damit auch für die Bürgerinnen und für die Bürger wirklich im Vordergrund steht. Land, Bund, Gemeinden als Partner in vielen Bereichen, das ist tatsächlich so, weiß jeder. Jeder weiß aber auch, dass Partnerschaften nicht immer nur eitle Wonne sind. Das zeigt sich auch im Bundesrat immer wieder. Und egal, ob es um Sicherheit geht oder um Sportangelegenheiten, da nehme ich nur als Beispiel diese tägliche Turnstunde, die jetzt auch österreichweit eingeführt wird, oder um Energieeffizienz oder um den Finanzausgleich. Immer und überall sind hier die Interessen des Burgenlandes von uns zu vertreten, und das tun wir also mit einer großen Leidenschaft, ich glaube, das kann man wirklich sagen. Und wir Burgenländer haben dabei einen sehr großen Vorteil, weil wir sind vielfach Spitzenreiter in Österreich, was den Bundesländervergleich betrifft. Es geht hier um das Wirtschaftswachstum, um den Rückgang der Arbeitslosenzahlen, Maturantenquote oder Energieautarkie geht. Immer wenn es darum geht, beeindrucken diese Zahlen selbstverständlich auch in Wien. Und viele Modelle werden von der Kollegin Gruschka und von mir immer wieder erläutert, weil es immer wieder Fragen von den Bundesratskolleginnen gibt. Und die Hauptfrage, die es immer gibt, heißt: Wie habt ihr das gemacht? Dass wir da dabei selbstverständlich gerne Antworten geben, das ist, glaube ich, liegt auf der Hand. Und vieles wird dann in den Ausschüssen manchmal auch sehr emotional diskutiert, auch im Plenum bei der Sitzung des Bundesrates werden die Debatten nicht immer nur sachlich geführt, und da darf ich ein paar Beispiele bringen. Eins ist aus dem Finanzausschuss bei der Diskussion um die Budgetgesetze. Das klingt alles sehr sperrig, hat aber große Auswirkungen. Und da geht es also um die Aufhebung der strategischen Immobilienverwertungs-, Beratungs- und Entwicklungs GmbH. Da hat es ausgesprochen emotionale Debatten gegeben. Worum geht es dabei? Dabei geht es eigentlich um die Objekte, um die Immobilien, Kasernen und Justizanstalten, die verkauft werden sollen durch diese GmbH. Es hat nicht gereicht, es ist weniger Geld eingenommen worden als ursprünglich geplant. Es sind insgesamt 120 Objekte zum Verkauf gestanden. Jetzt ist es so, dass es diese GmbH nicht mehr gibt. Allerdings ist es natürlich so, dass wenn eine Kaserne oder eine Justizanstalt verkauft wird, dann trifft es natürlich die Region oder die Gemeinde wirklich mitten ins Herz, weil immer wieder daran Arbeitsplätze hängen, da hängen Menschen dran, da hängt auch die Wirtschaft dran. Und das ist eigentlich immer so das Thema, das wir aus unserer Sicht natürlich ganz wichtig gesehen haben, dass wir auch für das Burgenland uns immer wieder stark gemacht haben, dass wir Kasernen hier im Burgenland nicht schließen müssen und nicht zum Verkauf bringen. Im Gegenteil, investiert ist worden in die Kasernen. Ja, wir haben die anderen Themen, die wir gehabt haben, waren in der Infrastruktur. Das war ein ganz wesentlicher Punkt. Es geht hier um gut ausgebaute Infrastruktur, um stabiles gesellschaftliches Umfeld und natürlich um gut ausgebildete Arbeitsplätze, Arbeitskräfte. Und
Natürlich, wenn ein Unternehmen einen Standort sucht, dann geht es nicht nur um gut ausgebildete Arbeitskräfte, sondern es geht auch darum, dass also die entsprechende Infrastruktur vorhanden ist. Manchmal ist, und das merkt man immer wieder in den Gesprächen, die Infrastruktur das Allerwichtigste. Erst wenn die vorhanden ist, dann unterhält man sich über die Arbeitskräfte. Und da geht es für uns natürlich jetzt vorrangig um den öffentlichen Verkehr. Es geht um den öffentlichen Verkehr, um die Investitionen für die Pendler. Es geht um unsere Arbeitnehmer hier im Burgenland. Und dass das eine zentrale Aufgabe des Staates ist, das ist mit dieser Gesetzesvorlage wieder sehr deutlich geworden. Und es werden in den Jahren im Rahmenplan von 2017 bis 2022 in dieser Periode insgesamt 15,2 Milliarden Euro in den Ausbau der Infrastruktur investiert. Da schauen auch wir gemeinsam drauf, sowohl der Landtag als wir, die burgenländischen Bundesräte, dass, wenn Sie so wollen, der Ausbau und der Halt der öffentlichen Verkehrsanbindungen für unsere burgenländischen Pendler effizient und schnell ist. Aber ebenso wichtig, wie ich gesagt habe, sind die öffentlichen Verkehrsverbindungen für unsere Einwohnerinnen und Arbeitnehmerinnen. Was wir von der Politik, und das ist eigentlich die Quintessenz, können, ist die Rahmenbedingungen für gute Arbeitsplätze schaffen, die Rahmenbedingungen schaffen für Unternehmen, sodass sie sich hier also auch bei uns ansiedeln. Was wir nicht können, ist direkt Arbeitsplätze schaffen. Das wissen wir, aber diese Investitionsoffensive heißt ja nichts anderes als kürzere Fahrzeiten, mehr Kapazitäten im Personen- und Güterverkehr, mehr Sicherheit, mehr Barrierefreiheit. Und ich denke, das Geld, das in den Bereichen der Bahnhofsmodernisierung, der Park-and-Ride-Anlagen, des WLAN-Ausbau und des Lärmschutzes investiert wird, das kommt somit den burgenländischen Bürgerinnen und Bürgern direkt zugute, und das sind mit Sicherheit gute Investitionen. Ich würde jetzt meinen, das tust du wieder weiter, wenn du noch... Von den Investitionen her, die der Peter jetzt angesprochen hat, ist natürlich so, dass wir, ich nehme jetzt das letzte Beispiel, den Pflegeregress, was wir gesagt haben, eine wichtige Forderung, und vor allem für sehr viele Menschen, auch im Burgenland, nicht nur, aber auch im Burgenland, sehr, sehr notwendig war, dass der jetzt endlich abgeschafft wurde, weil ich kann von meiner Gemeinde, wir sind knapp über 1000 Einwohnerinnen und Einwohner, sagen, dass wir einen Fall hatten, wo der Sohn plötzlich da gestanden war, kein Zuhause mehr gehabt hätte, wenn der Pflegeregress nicht abgeschafft worden wäre, weil der Vater halt auf alles aufgeschrieben war, die Mutter leider schon verstorben war. Das heißt, es ist schon ein sehr großes Problem ist, und daher bin ich mehr als überzeugt, dass es notwendig und wichtig ist, dass es diese zweite Länderkammer gibt, wann immer über diese Reform diskutiert wird. Reformen sind wichtig und notwendig. Zu den Stereoamen, man kann auch im Bundesrat ganz sicherlich Reformen anwenden. Die Verwaltungsreform, die von unserem Bundeskanzler andiskutiert wurde, ist ganz sicherlich eine, die auch wichtig und gut ist. Aber das System der Zwei-Länder-Kammer jetzt zu verlassen, wäre mehr als wie ein Fehler, weil es notwendig ist, dass die Regionen auch wirklich überall vertreten sind und dass die Regionen auch die Möglichkeit haben, die Bedürfnisse einzubringen und auch gemeinsam zu diskutieren. Wobei wir uns nicht verschließen, zum Beispiel eines der Themen, die jetzt ganz wichtig sind und auf der Hand liegen, wo leider bis jetzt nicht wirklich schon viel passiert ist, ist das einheitliche Jugendschutzgesetz, weil wie sollen wir jetzt Kindern erklären, wenn sie in Niederösterreich oder im Burgenland fortgehen, dass es plötzlich zwei ganz andere Geschichten sind, aber immer der gleiche Jugendliche. Da ist unsere Landesrätin, die Astrid Eisenkopf, wirklich sehr dahinter, dass wir da eine gemeinsame Linie finden. Und wenn die Familienministerin da jetzt dann wirklich auch weiter tut, ist es sicherlich für unsere Kinder und Jugendlichen wichtig. Das ist aber eines dieser Sachen, wo man sagt, okay, es muss über die Grenzen möglich sein, aber die Regionalität darf man nicht verlieren. Ich glaube, dass es ein ganz wichtiger Ansatz ist, den wir haben sollten. Und es gibt diese Zwei-Länder-Kammer eigentlich fast in ganz Europa, und es ist notwendig und wichtig, dass es die Zwei-Länder-Kammer gibt, weil man diese Bedürfnisse auch einbringen müssen. Stimmt. Danke. Hast du noch was? Ja, wenn es noch Beispiele für unsere Arbeit haben wollt, es gibt also das Thema Finanzausgleich, es gibt das Thema Umweltschutz und Energieeffizienz, also alle diese Dinge werden immer wieder diskutiert, debattiert, und
Ich versuche auch im Bundesrat immer wieder einzubringen, also die regionalen Erfahrungen jetzt aus dem Burgenland, natürlich auch aus dem Bezirk und natürlich mit einer gewissen Leidenschaft auch aus meiner Gemeinde. Weil wenn man heute über Bildungsarbeit redet, dann ist das für mich ein Thema, wo mir das Herz aufgeht, weil bei mir ist in der Gemeinde 100 Jahre Bildungsarbeit heuer das Thema, nämlich Kinderbildungsarbeit. Da sind wir wieder bei der Elementarpädagogik, die hier ausgebaut wird. Und ich kann nur sagen, so wie im gesamten Burgenland, das ist auch bei mir in Horizont, dass beinahe 100% der Kinder eigentlich das theoretische zweite verpflichtende Kindergartenjahr bereits absolvieren, weil bei mir kommen die Kinder mit 1,5 Jahren in den alterserweiterten Kindergarten. Spätestens im 30. Lebensmonat, mit 2,5 Jahren sind sie da und verbleiben im Kindergarten. Und wir sind ja stolz darauf, dass wir sehr gute Kindergärten haben bei mir in der Gemeinde. Wir sind stolz darauf, dass wir also hier auch die Pädagogische Hochschule als Partner gewonnen haben, dass wir also hier ausgezeichnet sind und ein Lehrkindergarten und auf der anderen Seite alles, was nur irgendwie möglich ist, und da sage ich, das ist wieder der Vorteil als Bundesrat, weil man ist auch im Landtagsclub, man ist im Parlamentsclub, man bekommt also sehr schnell mit, wenn man so zwischen den Zeilen hört, in welche Richtung es gehen wird, und man kann in der Umsetzung dann natürlich auch ein bisschen schneller sein, wie zum Beispiel die Sprachförderung bei den Kindergartenkindern, wo bei mir jetzt tatsächlich es so ist, dass ich eine zweite Gruppe Sprachförderung brauche, wobei, und das ist eigentlich das Traurige daran, dass es nicht um ausländische Kinder geht, sondern mehrheitlich um einheimische Kinder. Und das ist natürlich eine Entwicklung, die wir jetzt im Kindergarten auffangen können, sodass also dann der Einstieg in die Schule also wirklich entsprechend in diesem Bereich auch ist. Ja.